Herzlich willkommen zurück bei Assassin's Creed Unity und irgendwie hat es funktioniert mal. Die Companion-App-Sachen sind im Spiel aktiviert worden und hier sind irgendwie Leute rumrangeln. Der Schulmeister. Ne, ich muss den Schulmeister zerlegen. Das war's mit dem Schulmeister. So, Belohnung. Einstreichen und weiter können wir. Hier hinten haben wir noch eine Initiationsmission freigeschaltet. Aber wenn wir jetzt schon mal hier auf der Ecke sind und dreifach Schlösser knacken können, gehen wir dem nochmal nach und versuchen in eine Koop-Mission. Wir wollten ja in dieser Episode Koop-Mission spielen. Ich habe eben Viertelstunde versucht, irgendwo in ein Spiel reinzukommen oder Spieler zu finden. Erfolglos. Toll, jetzt Spiel startet in Kürze. Wird wohl doch nichts mehr mit der Truhe, egal. Dann wollen wir mal starten. Was war das jetzt? Österreich, Aufstand, irgendwas? Ja. Ich habe die Konsole einfach mal neu gestartet, weil hatten vorhin einen Test laufen und jetzt scheint es ja zu gehen. So. Ich habe gerade mal die Companion-App aufgemacht. Soll ich mir ein Headset dran stecken oder nicht? Ja, versuchen wir es ohne, hat es uns auch geklappt. Wenn wir uns einen Kameraden dazu kriegen oder einer von euch mal Lust hat, schreibt mir das mal unten in die Kommentare und dann können wir ja mal gemeinsam losziehen. Und Meuchelmorden. Warte auf andere Spieler. Warte auf anderen Spieler, müsste es heißen. Ja, ist ja gut jetzt hier. Ich verstehe kein Wort. Das, auf jeden Fall ist diese Frau sehr aufgebracht, die wir hören. Das kann ich, glaube ich, soweit sagen. Ja, ja. Paris 1792. Österreich klopft an die Tore der Stadt. Ihr seid spät. Nach Dongtongs Rede musste ich Patrouillen ausweichen. Wir sollten so schnell wie möglich zurück nach Österreich. Nun, dann bleibt doch als mein Gast, Verräter. Georges Danton, ein Revolutionsführer mit einem Sicherheitsleck. Danton und Robespierre waren die Väter der französischen Revolution. Einer Revolution, die von österreichischen Soldaten und Spionen zerschlagen zu werden drohte. Die Assassinen wussten, dass ein Meisterspion die Fäden zog. Der Meisterspion leitete Details zur Pariser Verteidigung an die Österreicher weiter. König Ludwig kehrt noch diese Woche nach Versailles zurück. Nur über meine Leiche. Danton bereitet Paris auf diese Bedrohung vor. Das macht ihn zum Ziel. Ihr müsst Danton beschützen und dann den Meisterspion töten. Was hat mein Kollege da für eine Waffe? Kommt gerade recht. Haltet sie auf, während ich einen Weg hier raussuche. Okay, verteidigen wir ihn. Es muss doch einen Ausweg geben. Einer von uns. Mich wirst du nicht los. Scharfschütze? Bürger, sofort stehen bleiben! Noch keine Geräusche, das finde ich gar nicht gut. So.
Dann holen wir uns den Schützen nach oben. Bürger, bleib stehen! Mist! Die Spione senden Informationen nach Österreich. Findet sie, bevor sie ihre Kuriere erreichen. Alles klar. Schnappt euch die Dokumente. Okay, auf geht's. Nimmst du die anderen, Kumpel? Etage hoch. Na, rein da. Von 30 Punkten in diesem Level gefunden. Komm zurück, du Stinker. Selber Stinker. So, da. Ja, wir hören ihn schon kämpfen. Okay, wie war das jetzt? So, knacken wir das Schloss.
glaube, hier wird gleich ein grausiges Verbrechen begangen. Dafür wirst du bezahlen. Hör auf, jetzt hier nicht zu hauen, du. So, hast du die Pläne? Okay, ich hab sie. Diese Dokumente stammen vom Comte de Gombay. Infiltriert sein Haus und schaltet den Fürsten samt seiner Komplizen aus. So. Dann müssen wir nur noch hier rausfinden, dieses scheiß Labyrinth hier. Ja, okay. Warte, Kumpel. So, ich werde hier oben mal kurz meinen Skillpunkt einsammeln. Los, mach auf hier die Schnibbelütü-Tür. So, 2 von 3 haben wir. Auf nach oben. Hinter dieser verschlossenen Tür befindet er sich. Ach, ist das nicht schön, dass wir jetzt Stufe 3 Schleißer knacken können. Wenn wir uns nicht ganz so blöd anschnellen würden. Ich krieg dich! Ich sag's nicht.
hier erwarten. Wo ist der verdammt nochmal nur hin? Nein! So. Du schüttelst mich nicht ab! Nein! Kehle durch. Das waren alle. Okay, Zeit von hier zu verschwinden. Alles klar, irgendwo ein offenes Fenster. Natürlich nicht. So, da hast du den Stahl im Mund. Und raus hier. Hat ja nur ein bisschen länger gedauert wie gewollt. So, den haben wir und den haben wir eingesammelt. Oder? Ja, ich glaube schon. Na, wo ist der dritte? So, bis unser Kamerad rauskommt, können wir mal versuchen, vielleicht kriegen wir in der Zeit die Truhe da noch auf. Komm her! Machen wir sie platt! Leg dich um! Weil ich im Kampf war, galt ich nicht mehr als entkommen. Okay. Die Geheimnisse von Paris haben Österreich nicht erreicht. Gut gemacht. Danke. Ja, und die Truhe haben wir auch noch aufbekommen. Maßgeschneiderter militärischer Gürtel. 4 von 5 Skillpunkten. Olle. Ja, nette Mission. Ich finde auch cool, dass in diesen Multiplayer-Missionen so viel Story, also wirklich eine schöne kleine Story zu erzählt wird. So, ich habe gerade das Schweigen genutzt, um einen Schluck zu trinken. Um meine Schnute zu befeuchten, um zu quatschen wie ein Wasserfall. Naja, quatschen wie ein Wasserfall tue ich ja nicht. Ein Glück. Sonst wäre ich ja fast eine Frau. Und tja, wir sind zurück. Eigentlich hätte ich mich eben schon verabschieden können. Also, ich hoffe, die Episode hat euch Spaß gebracht. Wenn ja, schreibt mir gerne einen Kommentar und lasst ein Däumchen da. Und wenn ihr nichts mehr verpassen wollt, wäre ein Abo wunderbar. Also, wir sehen uns in der nächsten Runde Assassin's Creed Unity wieder. Bis dahin, haut rein. Ciao.